Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Format hier auf unserem Channel, dem Castzocker Channel. Ich spiele für euch heute mal den Hospitalmanager an. Mal gucken, was der so kann. Gab es im Moment im Steam für Sonderangebot, ich glaube 1 € oder 1,50 oder so, normalerweise 10 €. Da habe ich gedacht, ich hol's mir mal und probiere es einfach mal aus. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, ich habe diese selten dämliche Musik ausgemacht. Ich zeige euch mal kurz die Musik. So, und das jetzt in einer Dauerschleife. Nee, das gebe ich mir bestimmt nicht. Deswegen lassen wir die Musik aus. Sound ja. Okay, wir gehen mal auf Spiel. Einführung. Und gucken uns das Ganze mal an. Willkommen, ich bin Dr. Karim und werde dich bei deinen Aufgaben begleiten. Du wirst noch selbst merken, ein Krankenhaus leiten ist kein Zuckerschlecken, okay? Du wirst Patienten mit den schlimmsten Krankheiten behandeln müssen. Wenn du diese Leute behandelst, verbessert sich dein Ruf. Der Ruf ist das Allerwichtigste. Er macht aus deinem Krankenhaus eins der besten des Landes, okay? Um einen Patienten zu behandeln, muss er 2 Schritte durchlaufen. Zuerst die Diagnose. Wenn sie erfolgreich ist, erhält er eine Behandlung. Bei erfolgreicher Behandlung wird der Patient behandelt und geht nach Hause. Dein Ruf verbessert sich. Bei einer erfolglosen Diagnose oder Behandlung geht der Patient und dein Ruf verschlechtert sich. Okay. Richtig interessant finde ich, dass hier auch nirgendwo Tooltips und sowas ist. Wow. Schluss mit dem Gerede. Hier sind deine ersten Patienten. Klicke auf einen der verfügbaren Stellen und platziere einen Diagnosesaal, okay? Allgemeinmedizin. Okay. Blub. Eine Diagnose kann erfolgreich oder erfolglos sein. Je seltener die Krankheit ist, desto höher sind die Risiken zu scheitern, okay? Der wird gerade untersucht. Schaut aus, als hätte er eine Nadel im Bauch. Die Diagnose war erfolgreich, aber es gibt keine Behandlungssaal für den Patienten. Baue einen Behandlungssaal auf einer freien Stelle, um die Behandlung zu beenden. Okay. Pharmazie. Ich weiß zum Beispiel nicht, was heißt der Hase, was heißt dieses hier, was heißt das hier. Ich nehme einfach mal die da. Mal gucken. Erfolgreiche Behandlung. Auch erfolgreich. Was war das? Einer der Patienten ist geheilt. Er geht nach Hause und dein Ruf verbessert sich. Das ist die Basis. Krankenpflegen, indem man eine Diagnose und dann eine Behandlung macht. Okay. Wow. Ja gut, das war jetzt nur das Tutorial. Vielleicht kommt ja noch was. Hallo, ich heiße Laura und ich werde dich bei deinen Abenteuern begleiten. Beginnen wir mit den wichtigsten Dingen, die Patientenverwaltung. Bei starkem Andrang müssen die Patienten warten, bis sie dran sind, bevor sie in den Diagnose- oder Behandlungssaal gehen. Und sie hassen es zu warten. Je länger die Patienten warten, desto schlechter wird ihre Stimmung. Wenn sie zu schlecht wird, verlassen sie wütend das Krankenhaus, was deinem Ruf sehr schadet. Kümmere dich gut um ihre Bedürfnisse und versichere dich, dass die Warteschlangen vor den Sälen nie zu lange sind. Okay. Schaffen. Psychiatrie? Nee, komm, wir gucken mal was. Doch, die wollen 100 % zum Psychiater. Patienten mit Schlafwandeln werden nicht zugelassen, weil es keine angemessene Diagnose gibt. Baue schnell einen Saal für Psychiatrie. Jetzt nehme ich mal die hier. Kostet aber auch am meisten. Egal. Da kommt wieder so... Ach du Scheiß.
kommt ja eine ganze Armee von Schlafwandlern. Die Patienten hassen es, stehen zu warten. Klicke auf das Symbol der Boutique oben rechts und füge einige Bänke ins Bänke. Boutique oben rechts. Hä? Okay. Ah. Bank. 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 Bank, Bank, Bank. Der hat schon keinen Bock mehr. Du kannst auch Dekoration anbringen, die die Stimmung der Patienten in einem bestimmten Bereich verbessern. Versuche, welche zu kaufen, indem du auf die Boutique klickst. Kann man die auch drehen? Fertig. Mehr kriegt er nicht. So, die Psychiatrie scheint wirklich einiges zu können. Nach einiger Zeit werden deine Patienten hungrig. Du musst sie schnell zufriedenstellen. Die Stimmung bei hungrigen Patienten verschlechtert sich schneller als bei satten. Okay. Öffne die Boutique und stell einen Getränkeautomaten neben die Bänke. Da steht eine Lampe. Rums. Patienten mit Schlafhandeln gehen wieder ohne Behandlung. Baue schnell einen Makro-Schocksaal. Immer die hier. Was wird da drin jetzt gemacht? Die haben Durst. Einer da. Ach nee, die müssen auf Toilette. Einer deiner Patienten muss anscheinend auf die Toilette gehen. Aber du hast keine. Wenn man zu lang ohne Toilette bleibt, könnten sie das Krankenhaus verlassen. Klicke auf eine freie Stelle und füge Toiletten hinzu. Die Patienten werden je nach Bedarf dort hingehen. Okay. Ups, ups. 2. Really? Vier. Und der drängelt sich vor, die Sau. Oh, es scheint neue Patienten zu geben. Baue einen neuen Behandlungssaal, um sie zu behandeln. Staubsauger? Nun gut. Getreu dem Motto, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Also was ich an dem Spiel witzig finde, vielleicht geht's ja hier jetzt. Oder auch nicht. Oh fuck, was habe ich jetzt getan? Sprache, Abspann, Reset. Man kann hier nirgendwo die Lautstärke einstellen. Muss ich jetzt wirklich noch... Och, really? Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Moment. Erstmal Bank. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier noch einiges zu gehen scheint.
würde ich es gern irgendwo anbringen. Ich würde... Ach so. So, komm mal her. Müssen wir wahrscheinlich warten, bis der Getränkeautomat wieder freigeschaltet wird. Ja, ist gut. Okay, stimmt, Toilette. Ich bin ja mal gespannt, ob man die Toiletten später noch erweitern kann. Bestimmt. Was ist das? Ah, okay. Also hier werden sie auf die... Ah, wie konnte ich das vergessen? Entschuldigung. Aha, wie konnte ich das vergessen? Du brauchst Mülleimer oder deine Patienten werfen ihren Müll auf den Boden. Klicke auf die Boutique und füge welche hinzu. Okay. Mülleimer. Da habe ich mal kurz husten müssen. Wenn ein Mülleimer in der Nähe steht, werft die Patienten dort ihren Müll hinein. Im Gegenzug benötigst du mehr Personal, um sie zu leeren und den Boden zu reinigen. Klicke auf den Button Personal oben rechts und stelle eine Putzkraft ein. Ich war einfach nur zu schnell. Ah, das ist das Schnellste. Der Müll, der auf dem Boden herumliegt, hat eine negative Auswirkung auf die Stimmung der Patienten. Überprüfe, dass es genug Putzkräfte gibt, um die Arbeit zu erledigen. Okay. Die Putzkraft ist nicht der einzige Angestellte, der die Stimmung der Patienten verbessern kann. Öffne das Menü Personal und stelle was? Einen Clown ein? Okay. Das ist der witzigste. So viel zur Beherrschung der Stimmung der Patienten. Erinnere dich, einer der Wege, deinen Ruf zu verbessern, ist, sie daran zu hindern, sich zu langweilen und zu gehen. Okay. Du musst also immer sicherstellen, dass die Flure korrekt ausgestattet sind mit Bänken, Dekoration, Mülleimer und Automaten.
Okay. Kein Punktestand, okay. Ja, wer Deutsch kann, ist klar im Vorteil. Kommen wir endlich zu einem weiteren wichtigen Punkt, die Heilung der Patienten. Beginnen wie gewöhnlich damit, die für die Behandlung der Patienten erforderlichen Säle, Diagnose und dann Behandlungssäle zu platzieren. Okay. Das ist die schnellste. Und direkt daneben der Staubsauger. Da ist er hier der schnellste. Schaffe, schaffe, Häuschen baue. Halt. Bank. So, dann kann ich schon mal Reinigungskraft. Er ist der hellste Hase im Stall. Oh, ein ganz witziger, wa? Getränkeautomat. Zeitungskiosk. Und Mülleime. Dann noch ein paar schöne Lampen. So. Dann lassen wir das Ganze mal laufen, wa? Diese Leute verlassen dein Krankenhaus, weil ihre Diagnose erfolglos war. Das verschlechtert deinen Ruf. Es gibt Wege, die Erfolgschancen der Sprechstunden zu verbessern. Okay. Die erste Lösung ist zu forschen. Klicke auf eine freie Stelle und schaffe ein Labor. Labor. Du kannst jetzt auf dein brandneues Labor klicken und im Reiter Krankheit eine Suche bezüglich der Hysterie starten. Krankheiten, Hysterie. Was mir gerade noch einfällt, Toiletten schön zentral gelegen. Die Suche ist beendet und die Chance einer Diagnose und Behandlung der Hysterie sind gestiegen. Du kannst eine neue Suche starten, um diese Chancen weiter zu verbessern. Die Forschung über Krankheiten ist sehr wichtig und beeinflusst deinen Erfolg. Aber das ist nicht die einzige Art, die Heilungschancen der Patienten zu verbessern. Klicke auf eine freie Stelle und schaff einen Analysesaal. Es gibt einen Patienten, dessen Sprechstunde erfolglos war, eine zweite Chance. Analysesaal. Okay. Nach einer Analyse kehrt der Patient also zurück und wagt seine letzte Untersuchung mit einem Bonus. Und dann geht's. Das letzte Mittel, die Beratung zu verbessern, betrifft die Ärzte. Je nach ihrem Durchhaltevermögen müssen die Ärzte Pausen einlegen. Ah, okay. Jetzt werden die Teile hier erklärt. Also, das ist Durchhaltevermögen. Sie verbringen ihre Pausen standardmäßig auf dem Flur, es sei denn, dein Krankenhaus verfügt über einen Ruhesaal. Füge einen auf einer freien Stelle hinzu. Ja, kann man eigentlich hier machen, ne? Ruhe. Der Ruhesaal verringert die Pause der Ärzte und vergibt einen Bonus für ihre nächste Sprechstunde.